Hi Leute und willkommen zurück zu Super Mario Sunshine aus der Super Mario 3D All-Stars Collection. Ja, oh, was ist, es fällt mir jetzt erstmal auf, hier ist ja alles überflutet. Das, der Wasserpegel ist mal ordentlich gestiegen, hier steht ja quasi jeder Keller unter Wasser. Genau, beim letzten Mal haben wir da oben in... Was war es denn? Baja Paradiso? Ne, in Lido... Ne, Lido Sirena war das Hotel, ne? Doch, es könnte Baja Paradiso gewesen sein. Haben wir Mario Morgana besiegt. Und seitdem ist hier jetzt anscheinend der Wasserpegel gestiegen. Und Mario Morgana ist auch irgendwie da oben in diese Höhle abgehauen, die bis jetzt immer zu war. Die Bewohner, die Einwohner stehen hier auf dem Dach rum. Sehr gut. Ich frage mich, ob all meine Kisten weggespült worden sind. Okay, Leute, ja, das tut mir leid für euch. Wir gehen jetzt mal Mario Morgana hinterher. Ich vermute mal, da hat sich ein neuer Level aufgetan. Es ist wirklich heller. Sind unsere Insignien der Sonne zurück? Tja. Ah, nee, ich war sogar oben gewesen. So, ach, er steht sogar noch vor der Höhle rum. Ja, dann kriegt er von mir aus auch vor der Höhle noch einen auf die Mappe. Na, er haut jetzt natürlich ab, der alte Drecksack. Colina... Colina Corona. Was für ein geiler Name, passend zu unserer Zeit gerade. Colina Corona. Oha, das sieht gefährlich hier aus. Das grenzt ja schon an einen klassischen Bowser-Level hier mit Feuer und keine Ahnung was. Ui, ist es, oder kann man auf den, kann man die, die Flammen löschen mit seinem Dreck weg? Das muss ich jetzt mal austesten. Ah, man kann hier was löschen und dann kann man hier zwischenlanden. Okay, das wusste ich nicht, jetzt weiß ich's. Dann sollte es deutlich entspannter werden. Oh Gott, sie schenken einem direkt zu Beginn einen One-Up-Pilz. Dann kann es eigentlich nur stressig werden. Oh, und blaue Münzchen gibt's ja auch. Boah, sobald man einmal auf diesem Stachel landet, ist es instant vorbei. Ja, gut, da muss ich doch ein bisschen besser timen, würde ich sagen. Kommt, geht weg, Stacheln. So, wenn sie ein bisschen draußen waren, dann kann man los und dann kommt man irgendwann an, wenn sie gerade wieder verschwinden. Genau, so klappt's eigentlich ganz gut. Kommt das Feuer eigentlich irgendwann wieder? So, bis hierhin war das doch durchaus okay. Ist da hinten wenigstens mal Land in Sicht irgendwo? Oh, jetzt war ich wieder ein bisschen früh dran. Wir wursteln uns mal direkt weiter hier durch. Boah, kommen die Stacheln hier mittlerweile schneller raus oder meine ich das nur? So, hier darf man einmal Wasser wieder auffüllen. Okay, danke, danke. Und hier ist noch eine Kiste. Wo auch nochmal ein extra Leben drin ist. Ist hier ein Checkpoint oder was? Oder warum geben sie einem hier nochmal ein Leben? Muss ich was tun? Okay. Ah nein, oh, das ist jetzt aber... ich darf nirgendwo vorfahren, kann das wahr sein. Muss ich jetzt wieder ganz von vorne anfangen. Okay, kein Checkpoint. Das... Oh, okay, sie schenken einem das Extra-Leben auch nur einmal. Nee, das kommt, glaube ich, noch da vorne, oder? Das ist auf jeden Fall richtig bitter. Kein Checkpoint. Und die Steuerung von dem Boot ist natürlich mega beschissen, weil ich Mario genau umgekehrt steuern muss. Oh mein Gott. Aber gut, hier gibt es schön viele extra Leben. Genau genommen, wenn ich hier super oft brauche, werde ich hier sogar Leben farmen. Also hier gibt es ja immerhin schon mal zwei Leben, zumindest wenn man hinten ankommt. So,
So, das flutscht hier einigermaßen, wenn man weiß, was zu tun ist. Okay, aber das hier, also zumindest solange hier keine beweglichen Hindernisse drin sind, muss man hier, glaube ich, nur mit der richtigen Ruhe dran gehen. Dann läuft das schon. Dankeschön. So viel zum Thema nötige Ruhe. Das Boot hört überhaupt nicht mehr auf zu fahren, wenn man einmal beschleunigt hat. Ich bin mir auch noch nicht so sicher, wirklich. Das muss ich jetzt gleich nochmal ausprobieren. Wie die Steuerung wirklich funktioniert. In welche Richtung ich sprayen muss, damit es in eine Richtung fährt. Oder in die Richtung fährt, die ich möchte. Oh. Naja, so wird das nichts mit Lebenfarben. So. Na gut, aber der erste Abschnitt hier ist wirklich easy. Oh, jetzt habe ich sogar was übersprungen, glaube ich, was ich die letzten Male immer gemacht habe. Gut zu wissen, dass das geht. Bin mir sicher, ich bin hier nicht das letzte Mal. Joi. Ups, einmal zu weit gesprungen. Ey, jetzt spritze ich nach rechts und fahre geradeaus. Oh Gott, ey. Wie beschissen ist das denn zu steuern? Ich glaube, es hängt auch davon ab, ob man vorne oder hinten steht, wie stark das Boot lenkt. So, durch das Wasser kann ich ja wohl durchfahren, oder? Oh mein Gott, hier sind jede Menge blaue Münzen. Will ich die schon direkt versuchen mitzunehmen, dann spare ich mir das eventuell nachher nochmal. Nein, stopp, 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 stopp. So wollen wir es dann doch nicht. Oh. Boah. Das könnte sogar fast daraus hinauslaufen, dass man sich jede Münze einzeln holen muss, wenn man jedes Mal danach stirbt. Nein, gib mir wenigstens die Münze, wenn ich schon verkacke. Komme ich noch zum Boot zurück? Ich vermute nicht. Ja, spannend. Ich brauche auf jeden Fall alle blauen Münzen, wenn ich meinen 100% Plan weiter verfolgen möchte. Aber vielleicht lasse ich dich für den Moment doch erstmal hängen. Oder ich gucke mal, ob es auf der Insel dann irgendwie einen Checkpoint gibt oder so. Aber gab es schon jemals Checkpoints in diesem Spiel? Eigentlich nicht. Ui, das war knapp. Okay, jetzt sind wir gleich wieder am Boot. Oh, das hätte ich fast verkackt.
Aber es ging so gerade noch. So, ich fahre jetzt auf jeden Fall erstmal zu der Insel. Boah. Also manchmal ist das schon komisch, wie das Boot fährt. Warum drehst du dich jetzt in die Richtung? Ich verstehe es nicht. Boot. Nein. Boah. Naja gut, ich kann das von mir aus auch rückwärts fahren. Habe ich jetzt auch keinen Stress mit. Diese Bootphysik und ich... Nein, wir werden kein Freund. Jetzt habe ich mich hier super beschissen reinmanövriert. Obwohl... Ah. Ja, man merkt doch schon, ne? Es ist schon ein Unterschied, ob man es vorwärts oder rückwärts fährt. Weil vorwärts beschleunigt es auf jeden Fall viel schneller. Nein, 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 nein. Nein! Fuck! Dieses Boot, ey, das macht mich jetzt schon wieder wahnsinnig. Okay, ich sollte vermeiden, dass es sich ganz dreht, aber es ist ehrlich gesagt nicht so einfach. Die Steuerung ist schon ein bisschen tricky. Mir ist auch nicht so ganz klar, wann und warum da irgendwie der Dreh- und Angelpunkt des Boots ist. Ja, man kann hier eigentlich einen ganz guten Fluss aufbauen, ne? Wenn man einmal dabei ist. Kommen irgendwie alle Stacheln so raus, wie man sie braucht. Wenn man allerdings zu schnell ist, ey, ist auch das Gleiche wie immer. Dann verkackt man es irgendwann und dann verliert man im Endeffekt mehr Zeit, als wenn man sich ein bisschen mehr Zeit gelassen hätte. Ui, das war auch schon wieder knapp gewesen. Aber Ziel wäre jetzt mal, diese verdammte Insel da hinten zu erreichen. Aber echt, diese blauen Münzen da hinten, ey, die mussten sich hier auch wieder extra beschissen positionieren, ne? Jetzt mal. Ey, Boot. Könntest du mir deine Fahrweise erklären? Ey, es geht mal so rum, mal so rum. Ich kack ab. Bootphysik ist für mich unergründlich, ohne Witz. Es macht mal so, wenn ich mich hinten hinstelle und ein bisschen nach links spritze, fährt es mal links rum, mal rechts rum. Der Bootskonstrukteur gehört auf jeden Fall erschlagen. Sorry. Nein, natürlich gehört niemand erschlagen, aber echt. Das war knapp.
So, da sind wir schon wieder beim Boot. Wie viel Leben habe ich eigentlich mittlerweile? Ich weiß es gar nicht so ganz genau. Ist es vielleicht einfacher, wenn ich mich mehr an die Spitze stelle? Guck mal, wie kann das... Wieso dreht es sich jetzt weiter in die Richtung? Ich verstehe es nicht. Ich komm da hinten nie mehr an. Weil das Boot sich einfach absolut beschissen verhält. Jetzt fahre ich gleich rückwärts, ey. Von mir aus fahre ich auch rückwärts hier durch. Wenn es sich jetzt nicht wieder völlig unberechenbar verhält. Oh, oh. Das ist echt so ein bisschen die Gefahr, ne? Wenn man rückwärts fährt und man will dann nur bremsen. Dass es sich komplett anders verhält, als man es erwarten würde. Na gut, fahren wir halt rückwärts dahin. Oder auch nicht. Oder seitwärts. Juhu, wir sind mal auf dieser Insel gelandet. Es reicht aber auch nicht, diese Münzen abzuspritzen, ne? Das wäre auch zu schön. Aber gut. Ich lasse die Münzen erstmal Münzen sein. Ich vermute mal, man muss auf diesem Quadrat, was da ist, irgendwie hochteleportieren oder anders. Da ist eine Wolke über uns. Von mir ist auch die. Da bin ich, glaube ich, ein bisschen zu optimistisch gesprungen. Boah, wie viele Münzen da liegen. Da werde ich noch richtig brechen, das weiß ich jetzt schon. Wow. Ne, den Pilz, den klemme ich mir. Ach so, jetzt bewegen sie sich auch noch. Nein, bis hier lief es ganz gut. Oh. Bis hier lief es ganz gut. Ich glaube, ich brauche noch mal neues Wasser. Es wäre auch zu einfach, ne, wenn die Wolken alle stillstehen würden. Und natürlich alles über dem Lavasee. So, ich glaube, so hoch waren wir noch nicht. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Wir sind draußen und Baby Bowser badet hier, oder wie? Papa, come on in, Mama Peach. I think not. Baby Bowser gönnt sich ein Bad. Oh, und Papa Bowser ist auch dabei. Fuck. Ist es der Endkampf?
Ich glaube, das ist der Endkampf. Was muss ich hier tun? Vielleicht sollten wir versuchen, die heiße Badewanne zu kippen. Aber doch nicht nur, indem ich hier Stampfattacken mache, oder? Oh. Ja gut, ein One-Up füllt einem auch die komplette Energie und das komplette Wasser, glaube ich, wieder auf. Du solltest zunächst mit dem Dreck weg an Höhe gewinnen. Ach so, ich habe ja immer noch meine Rakete. Ah, Wumms. Okay, okay, okay. Jetzt kommt hier aber einiges am heißen Badewasser runter. Und ich muss hier anscheinend auch noch verschwinden. Oh, nein, ich habe mich nicht so gerade eben retten können. Oh Gott, muss ich jetzt den ganzen Vulkan nochmal machen? Dann gibt das ein Schnittfest, das kann ich euch jetzt schon sagen. Nee, Gott sei Dank nicht. Okay, ich habe immer noch meine Rakete. Ich muss hier einmal hoch, die Badewanne zum Überschwappen bringen. Und danach muss ich auch so schnell wie es geht hier weg. Weil das Ding komplett abbricht. Juhu! So, so könnte es funktionieren. Oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, er will verhindern, dass ich an die weiteren Dinger hier komme. Das habe ich jetzt auch verstanden. Ich drehe mich schon mal um. What? Jetzt bin ich da durch irgendeinen Spalt durchgefallen. Ey, aber gut, ich habe viele Extra-Leben, glaube ich, gesammelt auf dem Weg hierhin. Das könnte mir jetzt noch entgegenkommen. Sehe 8 Stück immerhin. Wollte gerade sagen, sehe ich irgendwo, wie viel ich habe. Ich muss also aufpassen, wenn ich das hier zertrümmer, dass ich nicht noch zwischen den Spalten durchfall. So. Oh, darf ich hier reinfallen? Ah. Oh, ja, immerhin. Wow, 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 wow. Okay, das halte ich nicht allzu lange durch, da immer wieder vor dem Feuerstrahl zu rennen. Aber die Raketen machen mich auch ehrlich gesagt ein bisschen nervös. Boah, man darf hier auch echt gar nichts abkriegen. So, so kommt man doch eigentlich ganz gut voran. Ich fürchte nur, irgendwann wird mir eventuell das Wasser ausgehen. Wow, warum hat es jetzt nicht geklappt? So, einmal voll machen alles, danke. So, auch das ist okay. So, nächste Station. Ja, gut, einmal darfst du mich ruhig treffen. Okay, aber dass man, indem man den Raketenrucksack benutzt, dass man einen Megasprung machen kann, das wusste ich auch noch gar nicht. Ja, lieber einmal da reinfallen, als komplett in den Abgrund. Oh, shit. So, ist das schon die letzte? Aber ich gehe mal davon aus, dass das nicht alles gewesen ist, oder? Wir haben es geschafft! Oh, what? Kommt da schon die Insignie? Okay, wenn das der Endkampf war, dann war das verhältnismäßig einfach, wenn man einmal rausgefunden hat, was man tun musste. Und hier fliegen alle jetzt aus der Badewanne raus. Und wir haben die Prinzessin. Schon wieder, oder passiert noch was? Mario, what?
Wir brauchen dich noch, wenn wir noch mehr Insignien und Münzen sammeln wollen. Mario, look. Wow. Oh, das Licht kehrt endgültig in die Welt hier zurück. Ist es nicht herrlich? Junior, I've got something difficult to tell you about Princess Peach. I know, she's not really my mama. Someday, when I'm bigger, I wanna fight that Mario again. Ja, ich glaube, dazu bekommst du noch oft genug Gelegenheit. The Royal Koopa line is as strong as ever. Okay, sie nehmen ihre Niederlage ja relaxed hin, muss ich sagen. Und wir kriegen einen neuen Dreck weg, ist es nicht schön? Ich glaube nicht. Ja, cool, Leute. Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig gerechnet. Also das ist der offizielle Part des Spiels gewesen. Also das Durchspielen des Singleplayers ohne den Anspruch auf 100%. In jedem Level 7 Insignien bekommen. Danach öffnet sich der Vulkan und da fand der finale Bosskampf statt. Was bleibt mir zu sagen zum Spiel? Also ich werde es noch komplettieren, keine Sorge, aber man kann ja trotzdem schon mal ein Fazit spielen. Es ist super, wie jedes Mario-Spiel. Es ist anders als die Mario-Spiele, als die anderen Mario-Spiele. Es fängt schon mit dem Setting und der Story an. Dieses Tropeninsel-Setting ist, glaube ich, nie wieder aufgetaucht. Es kommen auch keine Goombas und Koopas und sowas vor. Also es spielt halt einfach nicht in der klassischen Mario-Welt. Es hat nicht die klassische Mario-Story, wo direkt am Anfang die Prinzessin entführt wird. Das macht es irgendwie schon einzigartig. Alle Level sind natürlich irgendwie strandmäßig geteamt. Alle sehr hübsch und ansehnlich für die damalige Zeit. Und auch sehr abwechslungsreich innerhalb des Teams. Und ja, was das Spiel auch deutlich von allen anderen Spielen unterscheidet, ist halt das Moveset von Mario. Durch den Dreck weg hat natürlich ein paar mehr Move-Optionen, auch je nach Düse mit dem Raketensprung, dem der Turbodüse, der normalen Jetpack-Düse. Er kann dadurch aber sich nicht ducken und keinen Weitsprung machen. Und das ist einfach sowas von ungewohnt für ein Mario-Spiel, was den ganzen Bewegungsablauf angeht. Dafür kann er halt diese Rutschsprünge machen. Es ist halt echt komplett anders. Und damit muss man anfangs erstmal klarkommen. Ansonsten ist es dann ein Top-Spiel. Wie immer ein kreatives Feuerwerk seitens Nintendo, was das Level-Design angeht, was die Speziallevel angeht in den Höhlen, was so Sachen wie diesen komischen Sandvogel angeht. Ja, bitte speichern. Was die Bosse angeht, ob es der Baby Bowser Mario Morgana nachher im Roboterkostüm ist oder diese dieser komische Rochen, der sich da in 1000 Einzelteile zerteilt hat oder der klassische Wiggler. Es ist einfach super cool. Es hat ein paar Ecken und Kanten dadurch, dass es anders ist, dadurch, dass es 15 Jahre alt ist. Es gibt schon so ein paar Sachen, wo man sich am Anfang erstmal fragt, was muss ich überhaupt tun? Man kriegt zwar immer die Hinweistexte, aber es erschließt sich einem nicht immer sofort. Was auch nicht schlimm ist, wo man es schon eher merkt, dass man manchmal, dass ich einmal in so eine Deadlock-Situation reingelaufen bin, zum Beispiel in dem Hotel mit dem Yoshi, dass ich den Yoshi zurückgelassen habe und ihn nicht wieder kriegen konnte, dass mein Level dann neu starten muss. So Sachen wie, dass man die Münzen, die blauen Münzen nicht in jedem Level kriegt und da jetzt eine abartige Sucherei, dass sie jetzt in eine abartige Sucherei ausarten würde. Die Secret-Sterne, wo es auch irgendwie relativ wenig Hinweise drauf gibt, okay, das sind Secret-Sterne halt, obwohl sie auch immer nach irgendwelchem Schema ablaufen, so wie ich das gesehen habe. Ja. Also. Kurzes Fazit in meinem Satz. Top-Game mit ein paar
Ecken und Kanten, wie das Spiele halt früher so hatten. Was sie auch irgendwie charismatisch macht oder charismatischer als die heutigen Großproduktionen, die einfach so gefällig sein müssen, dass sie halt jedem gefallen. So, ja, damit ist die Folge auch um. Nächste Mal starten wir mit der Komplettierung und ab jetzt ist auch der komplett blinde Teil des Spiels für mich vorbei. Ich werde mich ab jetzt, denke ich mal, ein bisschen vorbereiten, vor allen Dingen was die blauen Münzen angeht, wo die überall rumliegen. Das steht noch aus. Blaue Münzen, 100 Münzen in jedem Level und die Secret Shrines in jedem Level und all die Sachen auch auf der Hauptinsel, weil die ja quasi dann auch so eine Art Level ist. Ja, da werde ich mich ein bisschen vorbereiten, damit ich mich nicht dumm und dämlich suchen muss, weil das würde den Rahmen eines Let's Plays, glaube ich, ein bisschen sprengen. Von daher hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und sage an dieser Stelle erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne.